Ich könnte Lexi mein Impulsgewehr geben und die könnte mehr machen als dieser andere Typ, der mit der Waffe. Warum? Ach, ich bin da unten. Ach, ich bin nur blöd, ey. Das Ding lebt noch. Es zockt. Ey, komm. Jetzt konnten wir die Scheiße nicht mehr aufheben. Ist doch nicht wahr. Komm. Da hinten liegt was. Was? Es zuckt zum Geier. Voll die gleich Panic Attack, ey. Oh ja, oh, passt perfekt. Oh, ist wieder zu früh gemacht. Ah, leck mich. Was? Plasma Cutter, perfekt. Alter, wir sind gleich tot. Wir müssen aufpassen. Puh. Was zum? Die Brücke stürzt wieder ein. Hilf dem Typen. Mach hin, hallo. Okay. Gut. Was geht hier ab? Hold on. Mein Gott, ich hasse dein Gesicht. Stirb. Musik. Jesus, I'm too old for this. You're doing fine, soldier. I've got your back. Ach, wir sind unser Garten. Gerade eben habe ich voll die Panik-Attack, ey. Das hätte ich, glaube ich, allein nicht überlebt. Erstmal. Ich glaube, Handy mal weiter. Alles im Arsch. Now what? We can't go back. What about the airbags? They go all over the colony. Are you mad? The aliens would be in the vents too. Sarge, this is Baines. Weller here. Watch your 20. Pretty close to the maintenance bay, but things are getting serious. Zieh der Mongolip. Zum. Be careful. I want to see you both alive when we get there. No worries, Sarge. Bane's out. All right, that settles it. How do we get into the air vents? There's an access panel over there, but I don't know if I have enough clearance to unlock it. The hell with clearance. I'll get it. Das war eine kleine Unterbrechung, aber nicht schlimm. Ich hab eh gecuttet, beziehungsweise kannst du dich eh stumm gemacht. Nö, das werde ich nicht raus. Obwohl ja, es kommt drauf an. Ob ich das dran denken werde oder nicht. Gleich gibt's Baguette zum Mampfen. Baguette. Nee. Weg damit, ablegen, weg damit. Ich hab Bock auf den Flammenwerfer, ich war schon immer scheiße. Gesundheit klein haben wir bekommen. Anscheinend wird wieder ein kleiner Kampf stattfinden. Oh, wieder. Oh, diesmal das du. Hurry up! I can hear them coming! I thought you didn't want to go through the vents. Boah, das war knapp. Schon? Ab in den Aufzug. Oh, nee. Was zum... Nee. Wir dürfen in den Schächten herumklettern. Der Film ist doch nur von den Viechern, ey. Naja, anscheinend wissen die das nicht. Die können sich sowas nicht denken. Gibt's was zum Abhacken gleich? Ach, kann man schon von Weitem das abpacken? Ja. Nett. Dann müssen wir nämlich nicht davor stehen, dann. Oh, ein Audiolog. Den man nicht hören kann. Weil das, glaube ich, von der Fernbedienung aus Dings kommt, yep. Wahrscheinlich. Es kommt aus der Fernbedienung. Ja. Toll. Ach so, ups. Muss ich dran gewöhnen. Ich bin dran gewöhnt, dass ich mit dem Messer halt so mache. Gleich kommt eine nette Stelle. Ich ahne schon, oh Gott. Wow. Ein Arm oder eine Ranke, was auch immer. Wohin gehen wir? Du darfst. Wir gehen den Weg. Ja, wir gehen da, wo es rauskam. Ja. Oh, ich glaube, das war der richtige Weg. Schade. Ah? Ich schon gedacht. Lol. Nett. Ich hab immer so gedacht, so. Über Löcher. Zack, zack, zack. This is taking too long. Your men will have left before we get there.
Baines and Hutchins are two of my best. They'll wait and they'll have that shuttle ready. What the? Ich hab so ein mieses Gefühl, ehrlich gesagt. Just watch your step. The hell was that? I can't see anything. Oh. Wusste ich gar nicht, dass sie ein Glühwürmchen hat. Ich glaube, das habe ich eben gerade erst bekommen. Oh Gott. Erotisch. Ich glaube aber auch. Schütteln Sie wie Fernbedienung, um ein Glühwürmchen aufzuladen. Da kommt was! Ich sehe gar nichts, ey. Schießt du und ich mach Glühwürmchen. Oh, okay, dann schießt damit. Oh, nimm die verfickte Heilung. Ich hab grad meine ganze Stase weggeballert. Ich hab die noch. Ach, da wird jemand gerade gemetzelt. Yep, da wird jemand gemetzelt. Wow. Oh, gut, dass wir beides bekommen haben. Oh, man sieht so wenig ähnlich. Oh Gott, danke schön. Jesus. Wenn wir drauf gehen, gehen wir beide drauf, also muss ich auch aufpassen. Ach scheiße, falsche Taste, du Kacke. Oh Kacke, ich hab wieder verkackt. Wow! Alter, sowas ist wichtig. Boah. Ich hasse diese Viecher. Hallo? Doch. Ja, der hat ganz schön viel aus, ey, die Drecksau. Da war was. Ja, der schaut immer so schnell. Einfach nur so. Ha! Toll! Wow. Ich glaube, wenn das Spiel einfach nicht selber noch nie mehr gespielt hat, ist es einfach. Weiß man nie, wann die kommen, dann kriegt man einfach zu oft auf die Fresse. Naja. Oder kriechen sie alle. Lexin, oh. Kriech für mich! Ich hoffe, die Lexin kommt auch noch ein paar Dead Space 2 vor. Das weiß man ja noch nicht. Oh, wie schlimm, wir sind ein bisschen Rutsche gefahren. Rutschi! Zu schütteln. Ich frag mich, was diese Kacke soll. Natürlich, geh den dunklen Weg. Mann, nach hinne! Ich hab ein blödes Gefühl, ehrlich gesagt. Dass sie... Weil die bewegt sich einfach so bescheiden. Das ist einfach bei einem Rail-Shooter so. Bei Resident Evil war es noch okay, ey. Ja, hast recht. Aber das ist wieder eine andere Sache. Da hat aber beides Vor- und Nachteile einfach. Da muss man wenigstens nicht um den Rang kloppen. Yeah. Wie viel Munition hast du von anderen Sachen überhaupt? Ich benutze es wenig. Also von der PSEC-Pistole habe ich 60 noch und 220, das geht ja noch unten aus. Ich habe aber keine Besuchung und eine bestimmte Anzahl sammeln. Nee, nur 15 Schuss, ich brauche mehr Plasma-Cutter. Ich benutze einen Plasma-Cutter wenig, kann ich jetzt auch benutzen. Oh Gott, ich habe ein blödes Gefühl, ich werde gleich mal die Waffe, ey. Leere Räume sind immer schlecht. Es ist echt schwer zu sehen, ob die noch leben oder nicht. Und zack. Da ist der Shuttle, okay. Gott sei Dank, wir sind in Sicherheit. Okay. Weil ich glaube, mit der linken Pistole da, die du hast... Ach du Scheiße. Wenn du die Pistole hast, hast du einen Punkt und da hast du ja so drei Leinen. Naja. Kriegst du ja ein bisschen besser. Ich finde Plasma Cutter eh immer schon geil, aber meine Munition geht echt ein Ende. Ich wünschte, ich könnte dir meine Munition geben. Wieder mit schießt mal 3 Schuss. Oh fuck. Alle bereit zu rennen, okay, go. Mongolips sagt auch schon ein bisschen rennen. Mongolips. Was? Was? Oh my. Da kommt der jetzt schon? Helm toll! Ausweichen oder so? Nee, ne? Nee. Hier gibt's keine Quicktime-Events. Oh Gott sei Dank! Geh drauf. Oh, verdammt, meine Waffen brauchen lange zum Nachladen. Ist echt, wenn ich verkacke. Das Ding lebt noch! Er zuckt noch! Scheiße! Fuck! Ich nehm die Waffe nicht, die ist mir zu gefährlich. Pistole rockt, wenn du die umdrehst. Mach 3 Schuss auf einmal.
Oh Mann, ich verkack's in letzter Zeit so oft mit dem perfekten Nachladen. Die Pistole ist ganz gut eigentlich. Da war Munition. Hab ich ja gesagt. Und? Es funktioniert. Lass mich ab, wir müssen es hacken. Ja, jop. Wer fängt an? Ich. Viel Spaß. Du bist. Drück drauf, drück auf die Scheiße drauf. Los, los, los. Dabei, ich drück doch schon den Knopf. Drück den Knopf. Drück ihn. Ich drück den verdammten Knopf hoch. Los, ey, ich bin gerockt, ey, ehrlich. Ich finde die gut. Was? Sind nur noch 19 Schuss von 80? Was sind das für Geräusche? Jetzt komm rein, du Shitty Boy. Du nimmst mir die ganze Munition, weißt du das eigentlich? Du musst fast gar nicht schieben, die Waffen und ich. Ich muss mich darum kämpfen, die zu sparen. Okay. Du kannst mir später danken, Baby. Kannst du später wieder noch ein Kind zeugen. Oh, ey, wer war denn das? Lexine. Oh Gott, Tentakelmonster. Nein, die sollten mir keine Kinder, ich bin immer nur meine Jill. Selbst in Dead Space sind wir nicht vor Hentais gesichert. Schwitz die Kinder! What the fuck? Was, das ist der Endboss? Von Dead Space, genau. Das ist der Endboss. Und der kommt schon am Anfang? Ja. Das ist der Endboss von Dead Space 1. Es geht ja von Ende bis zum Anfang, wie läuft das jetzt oder was, rückwärts? Nee, das, Dead Space Extraction spielt vor Dead Space ab. Okay. Dead Space Dawnfall und Dead Space Extraction sind beide Geschichten, nur anders erzählt. Ja schon, aber dass der Endboss schon jetzt kommt? Naja, wir müssen ihn nicht bekämpfen. Wie das aussieht mit der Bank jetzt. Oh, wir haben es geschafft. Okay, das war's mit dem Part wieder für heute, oder sagen wir mal für das Kapitel. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Willst du dich auch noch verabschieden? Ja, Famas Boy verabschiedet sich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Hätte ich eine Gogo, ey. Das war schon erwartet.